gucken wir uns. So. Schrein ist immer noch offen, okay. So wird das also gehandhabt. Zentralplatz heißt das, okay. Warum ist mein Stecker nicht drin? Er soll da drinnen bleiben. Warte mal, so. Zack. Huch. Charging Battery. Naja, da hinten wäre jetzt noch ein Schrein. Wollen wir den machen? Ich weiß nicht. Oh, Wildschwein. Ich hab mir gedacht, der attackiert mich, ehrlich gesagt. Oh ja, dann ist es so. Nee, ich würde gerne mal zum Schrein da hinten gehen. Wenn das möglich wäre. In irgendeiner Form. Hier war doch... War hier nicht sogar meine Erinnerung gewesen? Ich erinnere mich daran. Sind das hier nicht solche... Aha, Funkelfrüchte? Okay. Ich habe ja gedacht, das wären solche Schleichglöckchen oder so, aber Funkelfrüchte habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Lass uns mal zum Schrein gehen. Schrein. Oh, Schrein. Und dann müssen wir auch mal schleunigst mal zurück, dass wir mal die Karte aktivieren. Der trägt mir ja immer noch auf hier. Ohne Karte hier. Das gibt das nicht. Es kann jetzt aber auch langsam mal aufhören zu regnen, wa? Wie werden wir damit? Das wäre cool. Nehmen. Können wir das nehmen? Nö. Ach, da war eine Kröte drunter. Ah! Der hat sie erstmal erschreckt, als der Truch hier oben wurde, wa? Oh, hoch mit dir. Hoch mit dir, mein Freund. Man hört schon mal die Schreinmusik hier. Was soll das hier oben sein? Ishogun schreien. Alles schön und gut. Aber was hat man denn hier vor? Da ist eine Truhe. Ja. Aua! Aua, 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 aua. Komm mal, ich hab mal eine Idee, wenn das hier so steht. Nee, das kann ich nicht benutzen. Ich glaube, ich weiß, was damit gedacht werden muss. Die sollen Wind erzeugen, damit wir da oben hochfliegen können. Ist das richtig? Ich glaube, das ist sogar so gewollt. Also da können wir erst später, wenn wir so einen Gleiter haben. Ja, wenn wir den Gleiter haben. So, erstmal zum Schreien. Haben wir erstmal einen Warpoint. Dann können wir da später nochmal hingehen.
So, okay. Windkraft. Da haben wir genau dasselbe Problem gerade. Wie soll man denn mit Windkraft arbeiten, wenn wir da nichts haben dazu? Es sei denn... Ich probiere erstmal so. Wenn ich den jetzt mal so hinstelle. Ich nehme aber am besten hier mal ein anderes Schwert. Nee, es passiert nichts. Ich habe gedacht, ich schwebe hoch. Dass wir zumindest an der Decke rankommen. Nee. Dann ist dieser Schrein erstmal unlösbar. Weil uns das Mittel dazu nicht haben. Leiter, Kumpel, Leiter. Hui, ja, da, hi. Dann ist es so. Mehr wie machen können wir ohne. Bah. So. Hier um was? Und da um was? War nicht hier irgendwo noch ein Schrein? Den wir eventuell noch beglücken könnten? Da hinten? Ist das ein Schrein? Nee, was ist das denn? Ach, das ist hier so ein... Ach doch, da ist ein Schrein, aber für den Ponyhof da hinten. Das ist ein Stall. Ja, können wir mal den Stall besuchen gehen, wa? Dann sollten wir uns mal langsam mal auf den Socken machen und zu Pura wieder zurück. Bevor wir hier vielleicht Schreine abklappern. Aber halt, du, wir haben ja dadurch jetzt einen Warpoint erstellt. Bist du denn? Bist du? Immer weg? What the fuck? Alter. Jetzt leben hier noch Bäume oder was? Alter Finne, ey, hat der mir erschreckt, Junge. Eine Truhe. Da wird jetzt nicht weltbewegender drin sein, wa? Ja, Reiseschwert. Nö, alles gut. Alter! Mal weg! Brunnen am Gustavberg. Gustav war doch der ehemalige König von Hyrule gewesen aus Minish Cap. Denke mal, das ist auch der. Ach, wieso. Warte mal, warum wird hier ein Brunnen? Komm mal hier rein. Okay. Hallo? Schönen guten Tag. Mein Name ist Linky Boy. Ich bin auch am Start. Ich finde hier irgendwelche Dinge. Hi. Na du? Gib mir mal deine Donnerblume. Warte mal, die Tour öffne ich gleich.
Wollte eigentlich, Dingels ausrüsten, genau. Nein! Oh. Klatscheleine. Oder wir müssten... Ich weiß jetzt auch nicht. Das bringt ja uns nichts. Das bringt ja uns nichts, wenn die ja nicht da sind hier. Oh, was sind das für schöne Fische? Die sehen ja schön aus. Leuchthöhlenfisch, okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Komm her. Der hat mein Konstruktbogen aufgefressen. Ich glaube, ihr Schwein pfeift hier. Der hat jetzt ausgekotzt? So. Ja, den hat er, will er. Will er jetzt drop den Jungen? So. Hilfe, ey. Was haben die denn schon jetzt gedroppt? 16er Soldatenschild. Das ist eigentlich ja nicht mal so bad. Weg damit. Also. Nicht das. Du sollst das andere droppen, du Vollidiot. Scheiße, wirklich. Was hat der gedroppt? Soldatenschwert, ein schönes? Das kannst du ja wirklich in der Tonne kloppen, oder? Naja. Gut. Ich nehme mir mal heute Donnerblümchen mit. Ja, also mit Bomben müssen wir wirklich vorsichtig sein, was wir da anstellen. Was soll ich sehen, wie das schnell in der Hose hin kann. Aber wisst ihr, was ich jetzt mir gerade überlege? Was ist, wenn ich diese Truhe jetzt mit ein Sch... Nee, kann ich nicht, okay. Das wäre jetzt sehr witzig gewesen. Ist es nur wirklich dieses Erz hier? Vielleicht noch ein Krog drunter? Nee. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ist die andere Frage gerade. Kann ich das nicht kaputt machen so? Du Scheiße. Oh Gott, da müssen wir aber jetzt Abstand halten. Mag das eigentlich ungern mit einem Bombenpfeil gerade machen. Ja, jetzt ist nur der hier, ne? Oh Gott, den Himmel! Ah, guck mal, Saphir. Hier wurde was Schönes angebrannt, auch nicht schlecht. Cool, cool, cool. Bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, ja, wir haben ein schönes Schild bekommen. Aber... Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, wie komme ich hier wieder raus aus der Geschichte? Muss ich mich da jetzt zwangsläufig teleportieren oder wie ist jetzt?
Ja, muss ja wohl wie so sein, ne? Sieh ja hier keinen Ausweg. Hier ist auch nichts. Das Einzige, was wir machen könnten, mal probieren, ob das hier so was funktioniert hier. Warte mal. Ach, ich bin ja blöde. Tatsache. Hier geht das. Okay, cool. Müsste man aber auch erstmal drauf kommen, dass sowas funktioniert. Warum ist denn die Truhe wieder zu? Hatten wir die nicht aufgemacht oder ist das eine andere? Ja, die Truhe würde ich schon gerne mal öffnet haben. Machen wir das erstmal auf dem Boden. Achso, jetzt ist das Scheißding weg. So, okay. Na gut. Gut. Den Schrein da oben, den haben wir jetzt gemacht. Jetzt muss ich hier erstmal wieder hochkommen. Jetzt brauche ich wieder die Orientierung. Wir wollten jetzt zu den Stall. Wo war denn der? Der war doch hier drüben, oder? War da das? Gott im Himmel. Na doch, ist er hier. Oder? Ist er, den wache ich jetzt nicht auf. Den wache ich jetzt auf jeden Fall nicht auf. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was da wollt. Aber ditte? Nee. Das möchte ich jetzt nicht so. Nee, wa? Nee, da hinten ist doch hier. Da hinten ist doch der Stall. Der Stall. Da ist der Stall. Ein wunderschöner Stall. Dann können wir da hinten gleich reingehen. Dann haben wir dann auch eins. Wunderbärchen. Alles klärchen. Könnte man... Warte mal, jetzt zeigt mir gerade eine Idee. Okay, kann man sich denn hier oben hochbauten? Tatsache. Warte, würde ich denn zur Tempel der Zeit gehen und da nochmal ein bisschen was holen? Ne? Aber jetzt noch am anderen. Jetzt gehen wir mal zu diesem Stall da hinten hin. Und gucken wir mal, was da los ist. Nu? Und wenn man hier schön hat. Maxi-Trüffel, aha. Warte mal. Tatsache, komm mal. Das sah sehr komisch aus gerade. Das sah genauso komisch aus. Aber brechen wir einfach mal in da. Oh! Bisschen Stimmung machen hier oder was? Ach du Hederliga.
Hui! Yibbi-yay-yay! Na los, dann lass uns mal hier fighten. Was machst du denn, Link? Hör doch mal auf! So. Oh, Gottes Willen. Oh, der one-shottet! Junge, Junge, der one-shottet! Ah. Alter, der one-shottet einfach. Es ist so gnadenlos, das Ding. What the fuck? Alter, Flinder, Junge, Junge, Junge. Das war doch aber illegal, was wir hier getrieben haben. Bossbockhorn. Stahlkugelhammer. Ah, okay. Reise zwei Hände, okay. Gibt auch ordentlich viele Truhen. Hilfe. Tja, mal mach ich. Oh, what the fuck? Kann ich das mitnehmen? Aua. Überlege, ob ich das mitnehme einfach. Kann ich das? Mann, hör doch mal auf! What the fuck? Jetzt geht's los aber. Mein lieber Herr, ihr seid ans Fallen. Jetzt geht's los hier. Oh, das hat der jetzt prima geholfen. Wie kriegen wir jetzt die Scheiße auf? Ich kann mir vorstellen, wie. Warte mal, wenn ich die werfe, explodieren sie gleich? Nee. Ich glaube, zwei davon reichen auch. Hab ich mich verjagt, Junge? Oh! Hätte man das eigentlich ja nicht machen brauchen. Oh. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Vielleicht war meine Waffe unter Flammen gewesen. Und deswegen wahrscheinlich hat das jetzt hier gerade gar Bums gemacht. Kann ich mir gut vorstellen, deswegen. Aber ich würde ganz gerne... Nee. Nee. Soll ich das anders machen? Das trennen. Genau. Dann will ich das hier mitnehmen. Super. Das ist doch mal was Feines. Gut. Und den müssen wir jetzt hier auch irgendwie befreien, ne? Ein Hinox-Hammer. Boah. Da hätten wir das hier mitnehmen. Wenn ich das jetzt gewusst hätte, ja. Das können wir eigentlich wegschmeißen. Na, pass mal auf. Gucke ich erstmal, was hier drin ist. Okay, Bernstein. Jo. Okay, cool. Cool, cool. Dann nehme ich doch den Hinox-Hammer. Warte. Ach, der ist schon ver... Okay, dann habe ich nichts gesagt.
kann ich diesen Käfig? Ah, okay. Danke vielmals, ich bin gerettet. Ich habe gar nicht mehr gerechnet, dass hier überhaupt noch jemand vorbeikommt. Du willst wissen, wie es kommt, dass ich hier eingesperrt wurde? Um das zu erklären, muss ich über weiterhin bekannte Phänomene des Blutmonds sprechen. Kann nicht genau sagen, wann, aber in manchen Nächten geht es ein voller Mond auf, unabhängig vom Mondzyklus. In solchen Nächten färbt sich der Himmel gegen Mitternacht purpurrot, das wäre im Blut getaucht. Und dann im nächsten Moment erwache Monster, die bereits niedergestellt wurden, zu neuem Leben. Das ist der Blutmond. Ich forsche schon seit geraumer Zeit, um dem Phänomen des Blutmonds auf der Spur zu kommen. Warum erwachen die Monster zu neuem Leben? In welcher Verbindung steht der Blutmond zu den Monstern? Ich wollte die Lebensbedingungen der Monster studieren und so etwas herausfinden, aber dabei bin ich in dem Revier der Monster wohl etwas zu nahe gekommen und hier in Gefangenschaft geraten. Du hast mich gerettet. Keine Schmuckpilze. Aber eine Sache allein ist noch nicht lohnend genug. Du hast noch etwas. Maxi-Medizin. Der Maxi-Effekt füllt deine Herzen auf, auch über das Maximum hinaus. Ah, okay, cool. Wir haben uns sicherlich wieder treffen. Nun schnell gehen wir unsere Wege, um uns zu entdecken. Okay, cool. Cool, 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 cool. Dann haben wir auch schöne Waffen bekommen. Ist dahinter irgendwie was? Sieht immer so auffällig aus, ne? So ein Reisezweihänder, ja, stimmt, den hatten wir ja. Sonst war ich hier nicht weiter, ne? War alles erledigt hier. Gut. Aber war es das, was jetzt hier so geraucht hat? Ne, oder? Ich hab gedacht eigentlich, das wäre ein Stall. Aua, aua, aua. Da ist ein Turm. Maximal verwirrt. Rauchen tut hier nichts mehr weiter. Was ist das denn da? Das sieht auch sehr ominös aus, ne? Oh! Da müssen wir, glaube ich, hoch, wa? Oh mein, ja, mein Freund. So leicht lasse ich mir das nicht gefallen hier. Aber ich glaube, auf der Flache hier oben wird wahrscheinlich ein Krog sein. Nehme ich mal an. War doch meistens so. Oh Junge, 10 Stunden noch? 14 Stunden? Das wird langsam knapp mit der Aufnahme. Mit meinem Festplattenspeicher. Scheiße. Müssen, glaube ich, also in 10 Minuten müssen wir dann aufhören, denke ich mal. Weil sonst krieg ich. Wobei Speicherplatz. Ich sehe nicht. Ja, wir gucken mal. Mir sagt der 474 GB noch. Oh. Ja, was ist denn das für eine Scheißaktion hier, wirklich?